Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur Pressekonferenz vor unserem letzten Heimspiel des Jahres 2021 gegen Holstein Kiel, morgen um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Ich begrüße euch alle recht herzlich und auch unseren Cheftrainer Robert Klaus zu meiner Rechten, den ich direkt einmal um ein, wie ich hoffe, kurzes Personalupdate bitte. Ja, hallo, auch von mir willkommen. Personalupdate ist tatsächlich kurz. Das ist schön, das ist erfreulich. Wir haben gestern mit 22 Feldspielern plus 3 Torhütern trainiert. Bedeutet, außer Felix Lohkämper und Flo Hübner sind alle Spieler einsatzfähig. Und wir werden dann heute nach dem Abschlusstraining den Kader nominieren, was sicherlich dann auch ja, den einen oder anderen Härtefall mit sich bringt. Aber das ist auch mal ganz gut, dass wir da Entscheidungen treffen müssen. Die Jungs haben gut trainiert, sind gut drauf und deswegen werden wir uns das heute auch nochmal angucken. Gut, Robert, dann danke dafür schon mal und dann könnt ihr in der virtuellen Zoom-Konferenz, wo sich alle Journalisten heute versammelt haben, uns mit Fragen bombardieren. Wer möchte starten? Ich glaube, ich habe was im Chat gesehen. Andreas Schuster vom BR schreibt, dass er keinen Ton hat und frage, ob nur er das Problem hat. Ich glaube aber, alle anderen haben einen Ton. Das muss dann, geht jetzt, super, wunderbar. Also machen wir mit den Fragen weiter. Wer möchte starten? Dann bitte mit dem virtuellen Handzeichen. Alle wunschlos glücklich. Gut. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen zur virtuellen Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Eigentlich kannst du die PKs auch noch alleine machen, ne? Finde ich cool. Wir machen aber doch weiter und zwar mit Jordan Raser von der Deutschen Presseagentur. Ohne Frage geht es dann doch nicht. Hallo in die Runde. In knapp 2 Stunden wird Herr Söder wieder mal die Geisterspiele verkünden. In Bayern, wie wahrscheinlich, also ab dem Wochenende schon, das Heimspiel wird dann ohne Zuschauer stattfinden. Wie stehen Sie dazu und hätten Sie eine Zwischenlösung zwischen Geisterspielen und 50.000 wie in Köln besser gefunden? Ich habe keine Lösung. In erster Linie bin ich Fußballtrainer. Deswegen sehe ich auch mittlerweile auch nicht mehr ganz durch. Aber das ist auch völlig okay, das muss ich auch nicht. Ich glaube, dass so viel darüber jetzt auch schon gesprochen wurde und dass wir auch den gleichen Kenntnisstand haben wie vor einem Jahr und dass sich da wenig dran geändert hat und dass Maßnahmen mittlerweile komplett erprobt sind und auch ausgereift sind. Und es gibt immer Leute, die dann Verlierer sind und Leute, die vielleicht dann etwas besser dabei wegkommen und vielleicht auch regionale Unterschiede. Aber das ist einfach so, dass wir das akzeptieren müssen. Wir kennen es, Geisterspiele zu haben. Es ist nicht schön, wir hätten es lieber anders gehabt. Aber wir müssen es akzeptieren und wir müssen es auch ein Stück weit verstehen, weil im Endeffekt geht es jetzt einfach darum, diese Pandemie jetzt mal endlich wirklich endgültig in den Griff zu bekommen und nicht noch in die nächste Welle wieder reinzurutschen. Und das finde ich wieder nächstes Jahr im Oktober vor der gleichen Situation stehen wie dieses Jahr im Oktober. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, aber wir hätten es anders gerne gehabt. Wir machen weiter mit Chris Bichele vom Kicker. Hallo, Entschuldigung. Hallo in die Runde. Versteht ihr mich? Wir verstehen dich. Ich hatte auch am Anfang das Problem, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Also ich hatte keinen Ton. Also das Problem, deswegen muss ich leider noch mal kurz 2 Fragen. Ganz kurz, Personal wird sich zu den Altbekannten, hat sich da was geändert? Sie haben es ja ausgeführt wahrscheinlich, aber ich habe nichts gehört. Und die zweite Frage wäre die, wenn man hier die letzten Spiele so sieht, sehen Sie im Augenblick, hat der Club im Augenblick eine Ergebnisdelle oder also leistungsmäßig waren Sie ja meistens immer sehr zufrieden, aber ist es jetzt eine ergebnismäßig schwere Phase des ersten FCN? Also eine ganz kurz erste Frage. Alle fit, außer Felix Lohkämper und Flo Hübner. Deswegen großer Trainingskader im Moment, alle gut dabei. Und heute werden wir die Entscheidung treffen, nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Und die zweite Frage, ich habe ja jetzt gemerkt, das rechne ich hoch an, dass Sie versucht haben, das Wort Krise zu vermeiden. Aber es sprang Ihnen förmlich raus, allen auch, dass Sie das vermieden haben, das
danke dafür. Trotzdem geht ja die Frage in die Richtung. Letzte Woche zum gleichen Zeitpunkt war quasi unser Aufstieg nicht mehr zu verhindern, wo wir hier gesessen haben. Nach dem glücklichen Sieg in Sandhausen waren wir quasi nicht mehr aufzuhalten, medial, dass wir aufsteigen. Gab es mehrere Gründe dafür, dass wir aufsteigen. Ganz viele Gründe, und es war nicht mehr zu verhindern. Jetzt haben wir gegen St. Pauli, gegen den Spitzenreiter, nach einem guten Spiel 2-3 verloren, und jetzt haben wir eine Delle. Weder waren wir letzte Woche richtig gut, noch sind wir diese Woche richtig schlecht. Wir analysieren jedes Spiel und arbeiten ganz konzentriert und fokussiert in der Woche daran, was wir besser machen können. Jedes Spiel muss man auch in gewisser Weise extra betrachten, wenn es Tendenzen gibt, die in die eine oder in die andere Richtung sprechen, also sowohl positiv als auch negativ über Spiele, dann beziehen wir das auch mit ein. Aber die Spiele waren unterschiedlich. Beispielsweise, wenn ich jetzt mal Bremen und St. Pauli vergleiche, war Bremen eher ein Abtasten, taktisch geprägt, und St. Pauli war ein offener Schlagabtausch. Also deswegen kann man da auch die Spiele nicht vergleichen, auch von der Herangehensweise der Gegner. Genauso Sandhausen kann man nicht damit vergleichen. Und deswegen tun wir gut daran, immer genau das uns anzuschauen, was war gut, was war weniger gut. Wir haben ein paar Sachen aus dem St. Pauli-Spiel angesprochen, die wir nicht so gut gemacht haben. Wir haben nicht konsequent genug verteidigt im eigenen Drittel. Wir haben manchmal im Spielaufbau die falschen Lösungen gewählt, das sind die Dinge, die uns dann im Endeffekt auch dahin gebracht haben, dass wir relativ schnell 0-2 hinten lagen, was nicht gut war. Wir haben aber auch genauso gut die Dinge angesprochen haben, die richtig gut waren, unter anderem, dass wir zurückgekommen sind jeweils im Spiel, dass wir komplett im Spiel geblieben sind, bis zur letzten Sekunde des Spiels die Chance hatten zu punkten. Nach einem 0-2 zu Hause gegen St. Pauli ist das nicht selbstverständlich. Das heißt, wir sind top gefestigt innerhalb der Mannschaft. Wir haben uns sehr viele Torchancen herausgespielt gegen St. Pauli, auch nicht zufällig, sondern mit einer Art und Weise, über die wir auch schon oft gesprochen haben, die wir trainieren, die wir auch im Video zeigen, die wir uns erarbeitet haben, daraus haben wir zwei Tore gemacht, aber nicht mehr. Wir hätten mehr machen können, und genau diese Dinge dazwischen bewegen wir uns jetzt. Was können wir besser machen und was müssen wir unbedingt beibehalten, was uns auch stark macht, unabhängig von Ergebnissen, einfach von den Spielleistungen, was uns stark macht. Der nächste auf der Liste ist Andreas Schuster vom Bayerischen Rundfunk. Hallo, ich weiß nicht, ob die Frage am Anfang, wo ich Tonprobleme hatte, schon mal aufgetaucht ist, aber ich würde Sie bitten, mal Kiel als Gegner einzustufen. Wie sehen Sie die momentan? Ich habe noch nicht die Frage, deswegen ist es neu. Ich glaube, Kiel ist besser als ihr aktueller Punkte- und Tabellenstand. Wenn man sich die Spiele anguckt und auch das Zustandekommen der Ergebnisse, dann hatten sie, ob man jetzt Glück oder Pech das nennt, aber sie hatten auf alle Fälle, hätten sie mehr Punkte verdient gehabt. Auch wenn man die statistische Daten anguckt, wie sie performt haben, sind sie etwas unter Wert geschlagen worden bis jetzt. Jetzt haben sie einen etwas besseren Punkteschnitt, weil sie da auch stabiler geworden sind. Sie haben natürlich nach dem Trainerwechsel auch ein paar Dinge angepasst. Trotzdem erkennt man immer noch viele Elemente von der Kieler Mannschaft vom letzten Jahr auch, die da übernommen wurden, was ja auch klar ist, weil da waren sie sehr erfolgreich. Sie mussten Leistungsträger ersetzen, die Abgänge haben jetzt eine Stabilität gefunden. Deswegen schätze ich sie im Moment wirklich gut ein, weil einfach die Grundsubstanz in der Mannschaft nach wie vor richtig gut ist. Trotz der Abgänge haben sie immer noch eine sehr hohe Qualität in dieser Liga. Plus, dass sie auch viele gute Abläufe drin haben und jetzt auch mit dem Sieg gegen Bremen, glaube ich, ein gewachsenes Selbstvertrauen haben. Deswegen erwarte ich da einen richtig guten Gegner. Und wir werden uns nicht von der bisherigen Punkteausbeute oder Tabellenplatz täuschen lassen, weil sie einfach besser sind als das, was im Moment auf dem Papier steht. Nico Gehlef von der Bild. Ja, okay. Hallo in die Runde. Herr Klaus, Sie geht ein bisschen in die Richtung wie die Frage zuvor. Ich weiß, Sie sind kein Freund von Trends und Ergebnissen. Trotz alledem, trotz guter Leistungen, hat man zuletzt jetzt dreimal zu Hause nicht gewinnen können. Wie sehr oder wie wichtig wäre es jetzt mal wieder zu punkten, um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren, trotz guter Leistungen zuletzt zu Hause? Ist immer wichtig zu punkten. Also, das ist das, deswegen machen wir ja das Ganze. Aber nicht, weil wir dann irgendwas danach erreichen können, sondern weil wir einfach Bock haben, Spiele zu gewinnen. Also wir sagen jetzt nicht, wir müssen jetzt gewinnen oder wir müssen jetzt unentschieden spielen oder wir müssen jetzt punkten, damit wir danach den und den Tabellenplatz erreichen. Das ist dann am
30. bis 34. Spieltag so. Aber im Moment wollen wir einfach Spiele gewinnen, damit wir punkten, damit wir positive Erfolgserlebnisse haben und weil es richtig Spaß macht, Spiele zu gewinnen in dieser zweiten Liga, die immer eng ist. Und weil wir dann einfach merken, dass wir vorankommen in unserer Entwicklung. Und darum geht's. Und was dann am Ende bei rauskommt, nach dem Spieltag in der Tabelle, ist unwichtig. Ist wirklich völlig unwichtig. Wichtig sind die Punkte, die wir holen und nicht, ob wir irgendwo, weil da spielen ja auch andere noch eine Rolle. Also das ist ja, wir sind ja nicht, nur weil wir punkten oder nicht punkten, heißt ja nicht, dass wir irgendwelche Tabellenstände erreichen, weil es sind ja noch 16 andere Mannschaften, also die Mannschaft, gegen die wir spielen, mal ausgeklammert, weil die haben ja dann besiegt oder nicht besiegt, sondern die anderen sind auch noch da, die auch noch punkten. Und dann wird sich ja dann nach dem Spieltag herauskristallisieren, was dabei rauskommt. Ja? Also das ist völlig unerheblich. Die Folge dessen ist immer das Letzte, was kommt. Das Wichtigste ist die Leistung, dann das Ergebnis und dann, was resultiert daraus? So, seine Hand nach oben oder wieder oben. Andreas Schuster. Genau, die ist wieder oben. Ich hätte noch eine Frage an zwei. Es waren ja auch in den letzten Wochen schon das Stadion bei weitem nicht ausverkauft, ging auch nicht. Und jetzt, wenn Geisterspiele kommen, was würden Sie denn sagen, was macht es denn mit der Fantreue, wenn man den Club mehr vom Bildschirm kennt als aus dem Stadion? Sicherlich nicht einfach. Es ist für mich schwer, da komplett mich reinzuversetzen, weil ich ja aus der Perspektive des Trainers spreche. Ich bin ja da mittendrin und habe jetzt nicht so die Gefühlswelt wie ein Fan, der nicht ins Stadion darf. Aber ich kann mir schon vorstellen, man merkt es ja auch, wenn man mit den Fans sich unterhält, wenn man mit ihnen spricht, wie sehr sie auch sich danach gesehnt haben, wieder ins Stadion zu kommen und wie sehr sie auch genossen haben, dann wieder einen Heimsieg zu erleben. Das hat man dann schon gemerkt und hat man auch gespürt. Aber es ist natürlich schon so, dass es Fans gibt, die pandemiebedingt jetzt einfach seit fast 2 Jahren nicht mehr in dem Stadion waren. Und da hoffen wir natürlich, dass die weiterhin einfach uns auch treu bleiben und dass sie da diese Durchstrecke überstehen, um dann halt, wenn wir es wieder geschafft haben, dass das Stadion wieder ausverkauft sein kann oder volle Auslastung ist, dass sie dann wieder dabei bei uns dabei sein können, dass wir sie in der Zeit bis dahin erstens mit guten Leistungen überzeugen, dass es Spaß macht, zu uns zu kommen, bei uns zu bleiben und aber auch mit Aktionen drumherum. Wir sind als Club nicht nur auf dem Fußballplatz sehr präsent, sondern auch hier in der Region ist es unser Auftrag, im sozialen Miteinander für eine gute Atmosphäre zu sorgen, aber auch Leute zusammenzubringen. Das ist unser klarer Auftrag und den sehen wir auch so. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade in der Pandemie viele, viele gute Dinge getan. Brauche ich jetzt nicht alle aufzeigen, aber da gibt es ganz viele gute Aktionen und die sind auch nachhaltig. Ich glaube, damit das hilft schon, um dann auch die Leute wieder davon zu überzeugen und zu begeistern, dann uns zu folgen und zu uns ins Stadion zu kommen. Gibt es noch weitere Fragen? Andreas. Wenn es sonst keine weiteren sportlichen Fragen sind, ich hätte noch an dich, Christian, ein paar Fragen rund um Geisterspiele. Wollen wir das gleich anschließen? Also wenn sportlich sonst keine weiteren Fragen sind? Können wir sonst aber auch gleich genau, dann machen. Trainer hat vorhin schon gesagt, er ist natürlich für das Sportliche zuständig. Vielleicht könntest du noch mal erklären oder darstellen, wie ist das Verständnis vom Verein bezüglich der Entscheidung, dass Geisterspiele jetzt kommen? Im Grunde genommen ähnlich wie beim Trainer. Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir können es ja auch in keiner Art und Weise ändern und wir können auch noch gar nicht absehen, was das jetzt wirklich bedeutet. Wir wissen das oder wir gehen davon aus, dass das Spiel morgen, weil noch ist es ja nicht amtlich, das Bayerische Kabinett muss ja noch zustimmen, dass es Spiele ohne Zuschauer zumindest morgen gibt. Eins, wie es dann weitergeht, der Blick in die Glaskugel, das kann man nicht beurteilen. Ich würde da gleich nochmal anschließen. Was passiert denn jetzt? Ihr habt ja wahrscheinlich schon Tickets auch verkauft. Wie läuft das jetzt ab? Es waren Tickets verkauft gegen Kiel im Vorfeld, also bereits vor 2-3 Wochen. Die sind aber alle rückerstattet worden, die Einzeltickets, und alle Dauerkarteninhaber bekommen in den nächsten Tagen Informationen, wie da die Rückabwicklung funktionieren und laufen wird. Lässt sich das schon irgendwie, habt ihr das intern mal durchkalkuliert? Das bedeutet ja auch finanziell Ausfälle, die dann natürlich auch auf euch zukommen. Aber das ist noch nicht final kalkuliert.
Jetzt hört man ja von kleineren Sportvereinen, dass die Mitglieder verlieren oder auch es nicht mehr gelingt, dann Nachwuchs zu generieren. Seid ihr natürlich eine Nummer größer. Spürt ihr das trotzdem in irgendeiner Art und Weise? Das hat ja jetzt erstmal nichts mit dem Geisterspiel morgen zu tun oder mit dem potenziellen Geisterspiel. Grundsätzlich ist das Interesse am 1. FC Nürnberg weiterhin groß. Robert hat es gerade angesprochen, weil der Verein nicht nur auf dem grünen Rasen irgendwie aktiv ist, sondern halt auch sehr stark in der Region, sehr stark sich sozial engagiert. Und deswegen der Zuspruch nach wie vor auch, so ist, dass er Spaß macht. Eine Frage nochmal zu Kiel und den verkauften Karten. Wie viele verkaufte Tickets waren das denn ungefähr? Das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Okay, danke schön. Oder eins würde ich noch anschließen. Gut. Eins würde ich noch anschließen. War das für euch dann jetzt mehr oder weniger überraschend, dass die Geisterspiele kommen, oder sagt ihr, es hat sich abgezeichnet? Also es hat sich in dem Moment abgezeichnet, wo unser Ministerpräsident das auch öffentlich gemacht hat. Bis dahin war es für uns nicht absehbar, weil eigentlich ja der Plan mal war, dass wir mit 2G eine Vollauslastung gegen St. Pauli hätten haben können. Dann ist es reduziert worden und jetzt haben wir Spiele ohne Zuschauer. Dankeschön. Gut. In der Tat. Doch, Wolfgang Lars. Ich würde am liebsten sagen Nürnberger Zeitung, einfach nur um ihn zu ärgern, aber das verkneife ich mir jetzt. Wolfgang. Hallo in die Runde. Herr Klaus, es wurden in letzter Zeit schon Weichen gestellt, auch für die Zukunft, also Verträge verlängert mit Geisi oder Johannes Geis, mit Erik Schuranoff. Geisi sagen, soll ich auch immer. Das heißt, es wird ja schon fleißig auch die neue Saison geplant. Haben Sie die auch schon in irgendeiner Form im Kopf? Weil jetzt in letzter Zeit oder gerade auch nach Pauli, die Rede war davon, dass Kleinigkeiten immer wieder gefehlt hätten in diesem Spiel, um noch den nächsten Schritt machen zu können. Ist es denn letztlich dann auch eine Frage der Qualität, oder glauben Sie, dass Sie diese Spieler, die möglicherweise diese Kleinigkeiten noch nicht so hinkriegen, so formen können, dass der Club nächstes Jahr den nächsten Schritt machen könnte? Also wir sind ja nach wie vor eine junge Mannschaft. Das vergisst man immer relativ schnell. Wir haben natürlich ältere und erfahrene Spieler auf dem Platz. Wir haben da eine Stabilität. Wir haben aber drumherum viele junge Spieler, die auch noch nicht komplett an ihrem Leistungslimit spielen, die sich gut entwickelt haben, aber die noch Schritte zu gehen haben. Und das ist ein Weg, den wir gehen. Der ist auch wichtig, dass wir den Weg gehen, weil das einfach auch für den Club stehen soll und vor allen Dingen auch große Chancen bietet, weil wir da noch viele Potenziale sehen, um uns zu entwickeln. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da einfach auch noch innerhalb der Saison uns entwickeln können und auch Schritte gehen können. Wir haben das ja auch schon gezeigt, jetzt über einen gewissen Zeitraum, dass wir uns entwickelt haben. Wir sind ja besser geworden in unseren Leistungen, auch in unserer Punkteausbeute über das letzte Jahr gesehen, also auch saisonübergreifend, dass wir da einfach besser geworden sind, weil natürlich auch sich Spieler in die richtige Richtung entwickelt haben. Und das ist ein Grund, warum wir auch glauben, dass da auch noch mehr möglich ist, dass wir da auch noch besser werden können. Und trotzdem sind wir aber auch realistisch genug einzuschätzen, wie gut ist unsere Mannschaft, was können wir leisten und was fehlt auch vielleicht noch im Moment. Und da ist es natürlich immer wieder auch an uns, das ist in erster Linie noch Aufgabe vom Dieter Hecking, vom Olaf Rebbe, genau zu schauen, wo fehlen vielleicht noch Puzzleteile in der Qualität, die wir dazugewinnen können, genauso wie wir es in diesem Sommer gemacht haben. Und wir sind da im regelmäßigen Austausch. Dazu gehört nicht nur Spieler neu zu verpflichten, sondern auch Spieler, wo wir sehen, dass da noch mehr möglich ist oder dass sie sehr gut für uns spielen, dass wir die verlängern, so wie wir es jetzt beim Geisi getan haben, so wie wir es beim Erik Schuranoff getan haben, weil das einfach wichtig ist. Genauso werden wir es weiterhin machen. Und das ist aber teilweise auch losgelöst vom Tagesgeschäft. Das sind einfach Dinge, die strategisch geplant werden müssen, wo wir uns auch Zeit für nehmen. Und trotzdem ist es meine Aufgabe oder in erster Linie meine Aufgabe, mit den Jungs, die jetzt da sind, alles rauszuholen, damit ich die Jungs einfach inhaltlich besser mache und damit wir dann als Mannschaft auch besser werden noch. Ja. Jetzt kommen Sie doch noch rein, die Fragen. Steilvorlagen geliefert. Genau. Ja. Nico Gehlef macht erstmal weiter. Ja, so ist es mit der Steilvorlage. Wie sieht es denn eigentlich mit Ihrem Vertrag aus, Herr Klaus? Man hat gehört und man hört, der läuft zum Saisonende aus. Sie sind sicherlich auch ein nicht unerhebliches, wichtiges Puzzleteil
in dem großen Ganzen entwickelnde Mannschaft gerade im Moment. Wie sieht es denn da aus? Gut. Heißt? Sieht gut aus. Fühle mich sehr wohl. Zum Beschreiben dann morgen die Verlängerung. Wir brauchen uns nicht unterhalten. Man hört viel, aber nicht alles, was man hört, ist ja richtig. Das ist jetzt gerade ein bisschen so wie so ein Standbild, hatte ich gerade das Gefühl. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Ja, nein, also ich habe deinen Kanal auch noch offen, Nico. Ja, ne, heißt, dass das dann nicht stimmt, dass der Vertrag ausläuft zum Saisonende, nehme ich jeder Aussage, möglicherweise. Richtig. Ich hatte noch nie jemand nachgefragt, wie lange mein Vertrag läuft. Also mein Vertrag endet nicht im Sommer. Gut. Das ist eine Aussage. Wir kommunizieren grundsätzlich ja keine Vertragslaufzeiten. Aber wenn ich gefragt werde, wie lange mein Vertrag oder ob mein Vertrag im Sommer endet, dann kann ich ganz klar sagen, nein. Weil dann muss ich ja nicht lügen. Aber ich sage nicht, wie lange er läuft. Sagst du uns, was du verdienst? Auch nicht, okay, gut. Schade. Das ist ein Unterschied, was man verdient und was man bekommt. Hast du recht. Gut. Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen. Du hast keine Steilvorlage mehr geliefert. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende schon mal und viel Erfolg morgen. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Danke, tschüss.